Hier drüben, Dränger. Heda, Fremder. Entschuldige. Ich spüre einen leichten Schmerz. Siehst du etwas an meinem Kopf? Vielleicht einen Ausschlag oder Schnitt, der einfach nicht heilt? Sieht aus wie eine Kampfwunde. Ah, das dachte ich mir. Es muss von meiner letzten Schlacht stammen. Aber du solltest den anderen sehen. Den hat's schlimmer erwischt. Schlimmer als... Das kann durchaus sein, ja. Wenn er kopflos ist. Meine Arme sind vom Kampf taub. Ist ein Verband nötig? Glaubst du, es ist eine ernste Wunde? Guter Dränger, du hast eine Axt in deinem Kopf. Es ist übel. Ich werde sie rausziehen. Aber du wirst sicher bald in die nächste Welt gehen. Ach, Walhall soll es sein. Ich weiß, deine ehrliche Antwort zu schätzen. Ich bereite mich also auf die Eindrücke der Totenhalle vor. Ich werde dir den Schmerz nehmen und dich über Bifrost schicken. Es ist Zeit. Weißt du, nicht weit von... All deine Feinde sind erschlagen. Du kannst zufrieden sein. Thank you.
los. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Meine Wölfe! Kommt von den Seiten, strengt euch an! Stirb! Du wirst mich nicht los! Ich spreche dir das rückwärts.
brauchen Unterstützung! Tor verleiht mir Kraft.
schützen.
Ich darf ja nicht erwischt werden. Wohin?
Guten Tag. Informationen. Ich habe sie. Willst du sie? Meine Preise sind sehr gerecht. Ja, alles klar. Zeig mir mal deine Karte. Da, an diesem Ort. Hier. Breite deine Flügel aus. Wir wissen, dass es die Dänen sind. Es sind immer die Dänen. Lasst sie Lehrgeld für die Toten zahlen, die jetzt auf unseren Feldern liegen. Sei doch vernünftig. Was hätten die Dänen davon, arme Bauern abzuschlachten? Seht, da ist so ein Dänenabschaum. Fragen wir doch nach. Ich habe deine Herde nicht angerührt. Die Narren macht es nur schlimmer. Die Sachsen kämpfen wie tolle Hunde, um die Ihren zu schützen. Kann ich ihnen nicht verübeln. Danke, dass du dich zurückgehalten hast, Fremde. Wie ist dein Name? Eivor, vom Rabenclan in Mercia. Wulfhilda, Äbtissin von Berechingum und Erforscherin der Mysterien. Ich frage mich, ob wir aus demselben Grund hier sind. Ja, um des Teufels Werk zu erblicken. Doch warum sollten sich Dänen von flussaufwärts darum scheren, was sächsischen Bauern zustößt? Wenn ein tollwütiger Wolf oder Bär Jagd macht, werde ich ihn erlegen. Sonst gibt man die Schuld für diese Gräueltaten wieder den meinen. Wohlan, Eivor vom Rabenclan. Sieh dir die Opfer an und sage mir, welche Art Bestie dafür verantwortlich ist. Ich könnte mit den toten Kühen beginnen. Spuren, doch von keinem Tier, das mir bekannt ist. Und der Kadaver ist mit seltsamem Moder bedeckt, obwohl die Wunden frisch sind. Du da, was stieß diesem armen Tier zu? Dänen stießen ihm zu. Wie kannst du sicher sein? Es war Hrothgars Kriegsbande. Sie hausen in dieser alten Kirche und bringen uns nur Schrecken und Leid. Dänen töten für Fleisch oder um den Göttern zu opfern. Milchkühe zählen nicht gerade zu ihren Zielen. Blut. Und es ist noch frisch. Wohin führt die Spur? Ein Jötun war es. Ich hab's gesehen. Er war groß und haarig und wankte durch das Moor. Es gibt keine Riesen. Das war der Teufel, der seinen Zehnten eintrug. Siehst du? Bei den Göttern. Welch Ungeheuer schleuderte das arme Tier dort hoch in sein Verderben.
Ihr seid ja tapfer, dass ihr euch so nah herantraut. Ich hab's gesehen. Drengar, wirklich. In der Nacht, als es geschah. Alles. Was hast du gesehen? Ein Wolf? Ein Bären? Ein tollwütigen Hund vielleicht? Ein Jötun war es. Er war so groß wie ein Baum und er lachte, während er das Tier zerriss. Er hat seinen Namen geschrien. Grendel. Welches Tier hinterlässt denn einen feucht glänzenden Moder auf seiner Beute? Dennoch gab diese Frau einem Hrodgar und seiner Dänenbande die Schuld. Ist das das Werk von Menschen? Wer es auch war, hatte genug Kraft, um einen zerfleischten Tierkadaver auf ein Dach zu bringen. Aber das kleine Mädchen sagte, das Wesen wäre ein Riese und hätte sich selbst Grendel genannt. Dies könnte das Werk einer Bande betrunkener Dänen sein. Das Werk eines Schmerzes. Ich sollte diese Hinweise mit Wulfhilda besprechen. Wulfhilda, ich habe alles, was ich konnte, von den Dorfbewohnern in Erfahrung gebracht und den toten Tieren. Und wie liest du dieses Mysterium? Glaubst du immer noch, es wäre ein Wolf oder Bär? Das ist nicht das Werk eines Waldtieres. Die Bissspuren, der Moder, sehr seltsam. Dann siehst du es auch als Werk des Teufels. Oder ist einer eurer Holzdrachen zum Leben erwacht? Ein paar zerfleischte Tiere beweisen weder Teufel noch Drachen. Es muss ein Mensch sein oder mehrere. Das Mädchen erwähnte einen Grendel. Nein, keine sterbliche Hand könnte Fleisch auf diese Art zerreißen. Das erkennst du sicher auch. Ich sah, was Menschenhände anrichten können. Blutiger als das hier. Und diese Menschen durchstreifen die Nacht und töten dabei das Vieh. Ich gebe zu, das kann ich nicht erklären. Dreimal fanden diese Angriffe statt. Jedes Mal Bissspuren, gebrochene Knochen und dieser seltsame Moder. Etwas Böses geht den Erstengler um. Einige Tiere wurden in den Wäldern im Nordosten angegriffen. Gehen wir. Hier entlang. Vielleicht gibt es Spuren. Es sollte da oben in den Bäumen sein. Kannst du es riechen? Es stinkt nach Tod und dem Bösen. Ja, den Geruch kenne ich nur zu gut. Kadaver und Tod. Der Geruch von Loki. Ein hungriges Wolfsrudel angelockt. Haben die Wölfe dich gebissen? Nein, ich bin wohl auf. Danke. Ich hab dich falsch eingeschätzt. Kein Problem. Aber sag mir, was geschehen ist. Diese Biester waren auf der Suche nach frischem Fleisch. Ich meinte, warum du wieder hier draußen bei dem toten Vieh bist. Ich suche nach meiner besten Milchkuh. Sie ist verschwunden. Hast du sie gefunden? Nein, aber eine dänische Axt. Sie gehört Hrodgar, dem Anführer der Kriegsbande. Weißt du sicher, dass das seine Axt ist? Ja. Er fuchtelte damit im Dorf herum und verlangte Ale. Ich werde mit Hrodgar und seiner Kriegsbande sprechen. Diese Frau ist sicher, dass eine Bande Krieger für diese Gräuel verantwortlich ist. Andere Spuren haben wir nicht. Ich weiß, welche Männer sie meint. Sie halten sich in der Kirche nahe des Brisleer-Gehöfts auf. Ich bring dich hin. Komm.
Ihr Anführer Hrothgar ist ein guter Mann für einen Heiden. Der tötet nicht grundlos Vieh. Du hast wunderliche Ansichten, Wulfhilda. Und einen ungewöhnlich offenen Geist. Dasselbe könnte ich von dir sagen. Die meisten Heiden würden Zauberei oder Monster verantwortlich machen. Doch du suchst nach einem weltlichen Grund. Ich habe viele seltsame Dinge gesehen. Aber die Antworten sind oft naheliegend, wenn auch versteckt. Wohl wahr. Doch in diesem Fall hat die Kirche mich mit der Erklärung des Unerklärlichen betraut. Das führt manchmal zu unchristlichen Gedanken. Und deine Kirche nimmt diese unchristlichen Gedanken hin? Sie dulden sie. Luzifer ist ein Täuscher und Gottes Wege sind unergründlich. Also muss auch ich allen Möglichkeiten offen gegenüberstehen. Ob weltlich oder anderweltlich. Und deshalb duldest du eine Heidin wie mich? Vielleicht. Oder aber wir alle, Heiden und Christen, befinden uns im Angesicht eines größeren Mysteriums. Hrothgars Männer sind raue Gesellen. Hier ist es viel zu ruhig. Bleib zurück, Priesterin. Das ist Kriegshandwerk. Hrothgar und seine Leute, sie waren immer gut zu mir. Hab Acht, Wulfhilda. Ihr Mörder könnte noch hier sein. Ihr Anführer Hrothgar. Ich sehe ihn nicht unter den Toten. Ich werde ihn finden. Sieh, frischer Moder. Wie bei den Kühen auf den Feldern. Das Landvolk sagt, es sei das Teufelsmal. Was sagst du, Eivor? Ich sage, finden wir den Moder, dann finden wir den Mörder. Dieselben Male wie zuvor. Bissspuren, zerfleischt. Dies sind keine Waffenwunden. Welcher Dämon vermag, so viele wohlbewaffnete Krieger zu erschlagen? Eivor, dort oben. Noch mehr Blut. Jemand kroch in den Dachspeicher oder zog eine Leiche hinauf. Hrothgar schlief manchmal auf dem Dachspeicher. Hast du dort nachgesehen? Thank you.
du. Zurück, sag ich. Ich kann mich immer noch wehren. Bist du Hrodgar, der Anführer dieser Krieger? Der bin ich. Plünderer aus Finnmark und stolz darauf. Solange ich es noch kann. Ich bringe schlechte Kunde. Deine Krieger sind tot. Dieses Blutbad. Wer oder was war das? Das Ungeheuer. Es tötete uns und lachte dabei. Es lachte. Es zerbrach meine Axt und schlitzte mich auf. Ich kroch hier hoch, um zu sterben. Was war's? Konntest du es sehen? Ein mieser Jötun. Ein Nachtwandler vom Weltenrand. Er sprach, nannte sich Grendel. Sagte, es würde wiederkehren. Gut, wir werden ihn erwarten, du und ich. Ich nicht. Meine Wunden sind zu schwer und mein Huger will aufbrechen. Schick sie zu Hel. Für mich. Flieg du mit den Schlachtjungfern, mein Freund. Ich werde mich um diesen Grendel kümmern. Was er auch sein mag. Warte, Kriegerin. Es waren zwei. Wir verstecken uns besser, um den Dämon nicht zu verscheuchen. Wir warten hier oben, bis er sich wieder zeigt. Ruh dich aus, Kriegerin. Ich werde betend Wache halten. Wulfhilda, ruhig. Da ist jemand. Wachen spielen. Wachen spielen. Nicht spielen? Spielen. Jetzt spielen. Spielen. Bestie, heute stirbst du. Nicht töten. Spielen. Spielen. Grendel, nur spielen. Du machst Grendel weh. Mama, ich will nach Hause. Bei allem, was heilig und hell ist, was für eine Art Monster ist dieses Ding? Kein Monster. Ein Mensch. Seltsam anzusehen. Doch dieser Grendel ist wahr. Ein Mann. Aber wo kam er her? Alle Männer haben Mütter. Dieser rief am Ende nach der seinen. Und alle von uns, selbst die hässlichsten, haben eine Seele. O Herr, vergib diesem Mann seine Sünden. Und gewähre ihm deine Gnade und ewige Liebe. Mode, überall. Bleib hier, Wulfhilda. Ich folge dieser Spur. Schenke ihnen ewige Ruhe, o Herr. Und bade sie in immerwährendem Licht. Mögen all diese Seelen in Frieden. Führt nach Südwesten. Mehr Mode. Ich bin auf dem richtigen Weg.
Quelle des Muders muss nah sein. Spur führt in diese Grube. Frau spricht von ihrem Kind, Rendel. Ein grausames Schicksal, das die Nornier hier wogen. Schlüssel. Wie passend. Aber was nützt er ohne ein Schloss? Es ist der Muder. Er schickt mir Bilder, wie das gibt. Über die Dänen gelogen. Um meinen Jungen zu beschützen. Er wollte niemanden verletzen. Aber die anderen konnten das nicht sehen. Sein Körper wuchs immer weiter. Doch sein Verstand nicht. Er war mein Junge. Mein Lieber.
Keiner. Grendel. Wohlfelder muss die Wahrheit erfahren.
Äbtissin. Eivor, du lebst noch. Bitte, erzähl mir alles. Ich habe ein Monster getötet, das ein Mensch war. Dann fand ich seine Mutter und tötete auch sie. Seine Mutter? Sie griff mich im Dunkeln an und ich wehrte mich. Doch es war keine Heldentat. Diese armen Seelen. Ich werde heute Abend im Kloster Berecingum für sie beten. Du brichst bereits auf? Ich muss. Der Bischof wünscht einen umfassenden Bericht über die Bestie von Estengla. Aber lass meinen Namen daraus. Ich will nicht, dass man sich meiner dafür erinnert. Ich verstehe. Vielleicht wäre es als Lied besser. In meiner Jugend versuchte ich mich als Dichterin. Es mag an der Zeit sein, mich darauf zu besinnen. Doch welche Geschichte soll ich schreiben? Die volle Wahrheit wäre nur schwer zu verdauen. Etwas Tröstendes über Helden und Ungeheuer. Denn die Wahrheit, die knochenkalte, ganze Wahrheit, ist oft schwer zu ertragen. Sie sticht wie ein kalter Nordwind im Nacken. Gott rettet uns alle, Eivor. Ich verabschiede mich nun. Doch werde ich dir schreiben, sobald mein Gedicht fertig ist. Leb wohl. Danke und pass auf dich auf, Wulfhilda. Mach eine gute Geschichte daraus. Für deine Sünden! Du warst das! Stirb!
dunkle Geister beherrschen das Himmelszelt. Krieger, von den Valkyrjur verschmäht. Sie musste viel erleiden, bevor sie starb. Bist du gekommen, dem großen und gewichtigen König Lerion die Ehre zu erweisen? Diesen Mann kenne ich nicht. Er wurde betrogen und ermordet von denen, die seine Freundschaft zurückwiesen, so wie du es nun tust. So warte doch! Ich bin nicht dein Feind! Dunkelheit soll herrschen! Und du sollst darin vergehen! Deine düstere Göttin wird mich holen! Du wirst Teil meines Knochenbergs! Mit diesem Seder! Schmerz!
Mein Leben hätte nur aus Ale gelagen und Pissen bestanden. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Nein, so weit sind wir noch nicht. Ich habe den Orden benutzt, um ein Ale-geschwängertes Leben zu führen, aber der Preis dafür war Mord. Wirklich traurig. Wie erzählte von diesem Ort. Dort wurde das Sommerheer zuletzt gesehen.
Halt! Wer bist du? Eine Freundin und Verbündete. Ich suche nach dem Sommerheer. Der Anführer ist da oben. Du kannst ihn nicht verfehlen. Sei gegrüßt. Was ist hier passiert? Wer will das wissen? Eivor vom Rabenclan. Haben du und deine Männer das Dorf nicht einnehmen können? Doch. Wir hatten es eine Zeit lang. Es war nur ein Haufen Flechtwerkhütten, als wir kamen. Wir ließen es aufblühen. Und Tasoma wurde Grantabrück zu einem Ort des Handels und der Lebenslust. Doch die Sachsen eroberten es zurück. Sie tauchten mitten in der Stadt auf, als wären sie den Schatten entstiegen und jagten uns fort. Klingt furchtbar. Wie wurdet ihr überfallen? Es war, als wären sie einfach mitten in der Stadt aufgetaucht. Sie brannten alles in ihrem Weg nieder und riefen irgendeinen Unsinn über einen uralten Kriegerorden. Als ich die Feuer sah, waren schon zu viele von uns tot oder gefangen. Unsere Jarlskona, Soma, befahl uns den Rückzug und wir fanden Unterschlupf in diesen Ruinen. Doch im Gemenge wurden wir getrennt. Sie und die meisten von uns sind nach Nordosten geflohen in den Sumpf. Wir würden ihr folgen, wenn wir könnten. Wir brauchen ihre eiserne Faust. Ich kann Soma finden. Halte dich bereit für unsere Rückkehr. Sie dürfte schon tief in den Nebeln der Fens sein. Suche ihr Langschiff, das wäre wohl am einfachsten.